So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA 23. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel. Das dürfte Padilla sein, der geht. Ne, Julian Aguirre Zabala wechselt für 2 Jahre Leihe nach Monaco. Gut, deswegen ist auch der Wechsel zu Hoffmann geplatzt. Und das dürfte dann, wer ist denn das jetzt noch? José López, das Liga Robbers. Okay. Für ebenfalls 2 Jahre. So. Keine Sorge, ich werde schon die richtige. Ich denke mal drüber nach. Gehen wir rein ins Match. So, Vidal darf jetzt wieder offiziell ran. Wird jetzt auch für Zubeldia heute mal in der Innenverteidigung. Okay, der. So, Merino wird sowieso leider heute. Der darf leider nicht mehr heute, darf aber nicht von Beginn an ran. So, dann auf geht's ins Match. Mal schauen, was heute so drin ist. Williams ist heute im Mittelpunkt. Kann der Topscorer auch heute wieder jubeln? Wir werden es erleben. Live hier bei EA Sports. Bleiben Sie dran. Liebe Zuschauer, bei bestem Wetter darf ich Sie heute zu diesem Spiel begrüßen, das im Coliseum Alfonso Pérez stattfinden wird. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der La Liga Santander. FC Getafe gegen Athletic Bilbao. Also ich freue mich auf dieses Spiel, Wolf. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. Die Aufstellung des FC Getafe, so gehen sie in dieses Spiel. Sie wählen ein 5-3-2. Absicherung also in der Defensive, aus der massiven Abwehr heraus sollen dann die Vorstöße kommen. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Kepa steht im Tor, Mikel Oyarzabal steht mit Iker Muniain auf außen und sie gehen mit 2 Stürmern in diese Partie. Auf die wird es heute natürlich ankommen, die sollen die Tore machen. So, auf geht's! Heute dürfen sie wieder ran. Unsere Truppe. Wir haben jetzt 5 Siege in Folge in der Liga. Aber Getafe, da haben wir auch schon unentschieden gespielt im letzten Jahr. Da haben wir hier auswärts an 3-3 gespielt. Er holt sich den Ball. Mal schauen also. Oyarzabal. Ja, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Könnte gefährlich werden. Ah, Tavernier, der mehrmals, der jetzt gut dazwischen gegangen ist, der das bisschen geahnt hat und mitgegangen ist. Im Spielaufbau ist er extrem wichtig für die Mannschaft. Er ist eine. Und jetzt haben wir Williams. Im Alba-Spiel ist ein Tor gefallen, also gebe ich kurz ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für SD Alba. Könnte die Führung mehr. Alba! Beide gefährlich. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Da erobert er den Ball. Also hier spielt gerade nur eine Meinung, das ist natürlich Bilbao. Aber da war er fast
das der erste Treffer. Ein Muni ein. Super Ding vom Keeper. Muni ein. Und der geht weit rein. Der Versuch scheitert, Szene geht weiter. Wir Sanchez. Müssen diese Info zum anderen Spiel leider unterbrechen. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Tor also für Aibar. Oh, no, ja, so mal. Also wirklich, der Keeper hält jetzt gerade so ein bisschen im Spiel. Das Pressing jetzt. Mauro Arambari. Watkins. Borja Mayoral. Oh, Vidal, der muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass er nicht schon wieder irgendwas da verursacht. Der ist, wie gesagt, der ist gerade mal 18. Pass kommt nicht an. Mauro Arambari. Also wieder 3-4 Chancen hatten wir ja jetzt schon mittlerweile. Schiri, der hat schon gelb. Ich hoffe, der soll jetzt gelb sieht. Ja, macht man nicht, okay. Kein Gelb. Oder mich jetzt gerade so ein bisschen? Es gibt einen Treffer im Ramon Sanchez Pizjuan. Ja, wir haben hier das erste Tor für Levante. Levante. Und dann ist es Olmo. Und er macht dann die Führung 127 Minuten. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So. Rückstand nun nach diesem Tor für Retafe, rollt wieder. Diesen kurzen. Ja, schade. Aber dann haben wir den Ballverlust hier, der vor der Vorbewegung. Williams, der hat letztes Mal gar nicht gespielt, hat sich nur auf der Bank gesessen und heute trifft er dann. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeld ran. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Zeit möglich sein. 2-0 steht. Oh ja, der Ball. Olmo, wieder Libre, Olmo, 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 3-0, jetzt legen sie es gerade nach, jetzt nutzen sie auch ihre Chancen, vorher haben sie es nämlich nicht genutzt, da sind 3-4 Dinger sehr gut vergeben, hat der Keeper gut gehalten, aber jetzt an den Dingern kann er nichts machen, er ist wirklich... Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3-0. Also auch Walter Merino-Verletzung werden wir wahrscheinlich nicht mehr nachkaufen. Das ist jetzt auch ein Brecher auf der Liste. Also wahrscheinlich ja weniger. Machen Sie gut. Steilpass. Tavernier. Den Ball hält er problemlos. Kepa. Muni ein. Es tut sich was. Im Ramon Sanchez. Also sie kommen jetzt auch, die kriegen jetzt auch diese Situation durch. Tor. Mit dem Kopf macht er das Tor. Ja, da sieht man mal wieder, wie wichtig er für dieses Team ist. Der neue Spielstand damit 1-1. 39 Minuten sind gespielt. Interessante Info. Dankeschön dafür. Die Riesenchance. Boah, ist das ein Tor. Schön gemacht. Aber gut, den Verteidiger aufsteigen lassen. Diesmal kann nämlich ja nichts dafür. Und dann steht sie noch 1-3. Wir schauen uns noch mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Da ist die Flanke. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Also Borja, Mario Jaral. Mit dem schönen Treffer zum 1-3. Und jetzt setzt da Muniain mal durch. Gegen eine, gegen zwei. Muniain und Tavernier sagt wieder, nö, da mir kommst du da nicht vorbei. 45 Minuten sind vorbei, die Spieler gehen erstmal in die Kabinen.
Ja. Bisher haben hier vor allem die Spieler von Bilbao Akzente gesetzt. Schauen wir mal, wie sich das Spiel. So, mal gucken, was in der zweiten Halbzeit passiert. Ja, kann sich nicht durchsetzen. Und jetzt kommt er aber. Okay. So, was macht er jetzt, der Keeper? Der Schiedsrichter sagt er, nö, ja, noch einmal und dann ist es fertig. Jetzt muss er seine Spielweise überdenken. Boah! Das hat er wirklich gut gemacht. Der ist eigentlich, mehr oder weniger ein Unruhefaktor gewesen. Und im Gegenteil konnte er nichts machen. Und jetzt haut der so ein Ding raus. Der ist Innenverteidiger. Dieser Schuss aus dieser großen Entfernung, alles richtig gemacht. Ein klasse Treffer. Ori! Vidal. Puh. Hab ich auch nicht. Ich habe einfach nur drauf gehalten. Einfach mal probiert. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das gemacht. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. 1-5 der. Ja, dieser Fragezeichen hat diese Auszeit, diese rote Karte so ein bisschen gut getan, diese zwangsweise. Vidal. Daniel. Oh, viel Platz jetzt. Williams. Ja, wird geblockt. Ja, gut, okay. Ja. Wieder Libre. Hat man versucht, wert. Für den Konter jetzt. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Wacher. Jetzt durch. Wacher. Kepa mit der Glanzparade. Kein Tor. Und jetzt wollen sie wechseln. Da kommt die Ecke. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Und Kepa ohne weiteres, ohne Probleme. Und jetzt gibt es den Konter. Das macht er gut. Ja, eigentlich war der schon wieder weg, der Ball. Die spielbestimmte Mannschaft zeigt sich natürlich auch an der Ballbesitzquote. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment verdient. Wir gehen ins Studio, denn im Spiel von Barcelona ist ein Tor gefallen. Ja, wir haben hier das erste Tor für den FC Barcelona. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. Oh, gegen Eibar liegen die 2-1 hinten. Danke für dieses kurze Update. Ah, Lina hat gut aufgepasst. Die Chance für Williams. Und dann noch der Fehler. 1-5. Also eigentlich war das Ding ja mehr oder weniger gesessen. War das Ding ja schon durch eigentlich. Den hält keiner. Der macht davon, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn. So, jetzt gibt's die Wechsel. Schön viele Tore heute. 5-1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Nee, ich weiß gar nicht, ob der schon heute eins hat. Jetzt hat er auf jeden Fall eins. 1-6. Auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Doppel, Dollar. Das ist schon eine richtige Abreibung. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Nein, kein Hol. Definitiv nicht. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. So, heute hat er wirklich gut gespielt, der 18-Jährige, und hat sein Tor gemacht. Hat sogar ein Tor gemacht, wunderschönes. Williams. Super durchgesetzt. Klasse aufgemacht. Und einfach mal draufgehalten. Muni Yain. Der Ball kommt rein. Ah, ist ein bisschen weit weg. Muss er besser erklären. Zu Belia. Muni Yain. Unai Ben Sidon.
Ja, da gibt's gute Anspielstationen. Und das war Manuel Nulas Coin, glaube ich, heißt er. Gerade eingewechselt da. Die Ecke kommt rein. Kompliment an die Abwehr. Kopfballchance war da, aber harmloser Ball, weil sie ihn gut zumachen. Es tut sich was im Ramon Sanchez Pizjuan. Es gibt einen Treffer kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Ude Levante. Der neue Spielstand heißt damit 2:2. Gespielt sind 8. Ah, schade. Vielen Dank für dieses Update. Er holt sich vorne den Ball. Maurice! Man geht aber weiter dran. War mir fast so aus, war ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Jetzt wird hier gewechselt. Sechs Minuten sind noch zu gehen. Hartes Einsteigen, aber Vorteil, kein Pfiff. Spiel geht erstmal weiter. Die Chance hier. Williams, rein ins Glück. 1:7. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos. Nee, Maurice war's. Die Schwächen der Defensive. Maurice war's. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Boris! Der Ball ist im Tor, es gibt Ecke. Also es sieht jetzt aus, als würde der gerade sich noch das Nachtor passieren. Jetzt kommt die Ecke. Nein, keine gute Befreiung hier. Zu Belia. Weiter nach diesem Block. Und dann dürfte es jetzt auch erst Ende sein. Ich denke, da wird jetzt nichts mehr Dramatisches passieren. So ist es. Haushoch verdienter Sieg. Ich hätte nicht erwartet, dass es so hoch wird, weil die hatten zwischendurch mal ihre Phase. Aber wir haben es dann am Ende was rausgehauen und wir haben unsere 3 Punkte geholt. Und bleiben natürlich Tabellenführer. So, der nächste Gegner, glaube ich, ist schon wieder, ist dann schon Champions League, ne? Wenn ich es richtig sehe. Williams! Doppelschlag, da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. So. Aufgabe auswärts gelöst. So, dann ist hier Feierabend für heute. Guck kurz mal nach den Nachrichten, ob es ausgeliehen ist. Ja, gut, es ist. Ach. Mach weiter so. Komm, mach weiter so. Das schaffst du schon. So, gut. Der nächste Gegner in der Liga ist dann der Tabellenletzte aus Granada. Und ob wir das heute auf die noch wuppen und die, den Sieg holen, das sehen wir uns dann, ja, genau, in der nächsten Folge an. Morgen 14 Uhr mit der Bock drauf, wieder bei FIFA 23.